Gib doch einfach das erstmal raus, was am größten ist. Nein, nein, das möchte ich nicht. Ich nehme jetzt hier die Reihenfolge. So, ein kleiner dominanter Zahn hier im Studio, ne? Okay, ich bin soweit. Ja, das ist natürlich sehr simpel. Das ist der Kochlöffel, mit dem ich früher von meiner Mutter den Hintern versohlt gekriegt habe, wenn ich nicht lieb war. Tja, so war das früher. Hab meine Mutter sehr lieb. Hat mir nicht geschadet. Ja, das ist was sehr Besonderes. Das hier, das ist der schwarze Gürtel, den darf ich mir nicht umlegen. Ich habe einen braunen Gürtel in Karate. Das ist auch wirklich ein echter. Man sieht das hier dadurch, dass er auch leicht benutzt ist. Ich möchte ihn mal zurückgeben. Aber das erinnert mich an meine vielen schönen Jahre, die ich in Bochum trainiert habe. Das ist der Gi, so nennt man das, zum Karateanzug, bei Okinawa-Te, bei meinem alten Lehrer Klaus Wiegand, der noch der alten Schule angehört, und die war richtig streng. Richtig streng, wenn man ja nun auch Erwachsene da kam, und man musste pünktlich sein, man hat den Raum gegrüßt, und wenn einer nicht pünktlich war, ich kann mich erinnern, kam einer seiner Schwarzgurte unpünktlich. Und der Klaus hat dann irgendwie gesagt, was ist los mit dir? Bist du schon irgendwie zu gut oder so? Brauchst du nicht mehr pünktlich sein? Wollte der irgendwas sagen? Nee, nix. Habe keine Antwort verlangt. Kannst du direkt mal Liegestütze machen? Ja, so war das. Heute kriegen die Fußballer schon irgendwie Tränen in den Augen, wenn der Trainer sie mal ein bisschen anranzt. Das war bei uns Programm. Und ich bin dem Klaus also wirklich zu Dank verpflichtet auch. Denn ich hatte da damals, das war auch während des Studiums, hatte ich einen guten Grund, dann eben nicht ins Schauspielhaus zu gehen und in der Kantine zu versacken und zu saufen, sondern ich bin sehr, sehr fleißig eben immer zum Karate-Training gegangen. Hab das wirklich sehr gerne gemacht. Und ich erinnere mich da gerne dran zurück, und ich würde es auch heute noch weitermachen, wenn ich nicht so wahnsinnig viel unterwegs wäre, und man muss Zeit haben, ne? Man muss Zeit haben, um zu den Trainingszeiten zu gehen. Aber große Begeisterung für Karate ist immer noch da. Verfolgt das auch auf Instagram und kann also nur jeden beglückwünschen, der da auch durch diese harte Schule durchgeht. Denn das formt den Charakter. Es mag nicht für jedermann geeignet sein, aber für mich war es geeignet. Auch für junge Leute, hat man damals gesehen, war das gut. Und diese starke äußere Form des Karate, die spiegelt sich auch im Inneren wieder, und die kann eben eine erzieherische Wirkung auch nach innen entfalten, der Gestalt, dass Strukturen und Ordnung in einem angelegt werden und große Kraft. Ja. Tja, was soll denn das sein? Ach so, das spielt wahrscheinlich auf das Fell an, auf dem ich schlafe. Das ist hier aber ein armes Tierchen aus der Muppet Show, was dafür geopfert werden musste. Was? Ich lebe ja noch. Doch, du lebst noch? Ja, nicht mich fällen. Ja. Das ist natürlich eine Spielzeugwaffe. Das ist aber etwas, was ich natürlich in der Handhabung kenne. Bin also seit vielen, vielen Jahren mit Waffen vertraut. Durch die Dreharbeiten fing das mal an, wo ich gemerkt habe, da ist zu wenig praktisches Wissen vorhanden, und habe mich dann ausbilden lassen. Schöne Grüße an meinen lieben Freund Bruno. Habe staatliche Waffensachkundeprüfung gemacht habe mich da eben auch intensiv mit auseinandergesetzt und kann Waffen bedienen, ob kurz oder lang, und kann auch
eigentlich, wenn ich ja, wenn man, man muss schon, wenn man sehr gut treffen, muss man schon viel üben auch. Aber ich kann ganz gut treffen. Wettkämpfe und so weiter. Und es nützt auch, wenn man sie im Film benutzen will, man kann dann davon abweichen, von dem, was man gelernt hat, aber man weiß dann auch, weshalb man davon abweicht. Und man macht es nicht von vornherein falsch, weil man es nicht weiß oder so. Ein erotisches Verhältnis zu Waffen habe ich allerdings nicht. Für mich sind sie Werkzeug und nichts weiter. Ja, es ist ein Stethoskop. Das erinnert mich an meine Zeit als Rettungssanitäter. Ich habe das nicht, doch, ja, habe ich im Krankenhaus habe ich das häufig benutzt, bei der Ausbildung. Ne? Also, wenn man den Blutdruck messen will, dann legt man ja hier so eine Manschette an und dann kann man also hier den systolischen und den diastolischen Wert, das sind also der obere und der untere Wert des Blutdrucks, ne? Kann man hören, erst wenn der Schlag durchgeht, dann wenn er wieder weggeht. Deswegen laufen die Ärzte auch immer damit rum und sie können natürlich hören, ist die Lunge gut belüftet und können, geübte Ohren können also auch hören, ob das Herz richtig schlägt und so weiter. Das kann ich natürlich nicht. Ich hatte mir auch mal überlegt, ob das was für mich wäre. Arzt, sicherlich nicht uninteressant, liegt auch in der Familie, aber es ist ja dann doch Schauspieler geworden. Das war's. Ja, vielen Dank. Das waren ja sehr originelle Attribute aus meinem Leben. Ja. Glaube ich dir nicht. Doch. Bist du nicht zufrieden? Doch. Doch, doch. Vielen Dank. Es war sehr, sehr cool. Ja. Also vor allen Dingen könnte ich stundenlang zuhören. Ja. Mit der Stimme. Danke.